So, meine Freunde, es geht direkt weiter mit Let's Play Guild Wars 2 Together mit dem David. Servus. Und wir sind hier schon wieder bei einem Event. Ja, genau. Wie so oft. Aber macht ja nichts. Macht ja Spaß. Beim letzten Mal haben wir uns hier einen weiteren Fertigkeitspunkt geholt. Ganz praktisch. Hier ist sogar noch ein Veteran sofort. Ja, ja, das sind ja auch die Event. Ah, ja, stimmt. Ach, geil. Wenn da oben steht, Golemiten Typ 1 getötet. Und ich laufe gerade als Dieb mit Bogen hier rum. Ist aber was Neues. Ich blicke auch durch meine Skills noch nicht so ganz durch, ehrlich gesagt. Aber ich werde den Bogen wohl eh nicht benutzen. Ich habe sogar zwei Flächenzauber, habe ich gerade gemerkt. So, Gold. Gold. Das ging ja mal schnell. Oben ist noch ein toter Spieler. Robbt, den retten wir noch. Ja, danke, und jetzt weggehen. Nix, danke. Ich schreibe das immer erst danach, wenn ich dann tot, also wenn ich wieder am Leben bin. So, würde ich sagen, gehen wir wieder raus aus dem. Jetzt habe ich hier so ein Kristall genommen und ist gar nichts passiert. Ja. Ach, das ist das Spukhaus. Da müssen wir auch die Hauptquest machen. Wo? Wo wir gerade drin sind. Gucken wir auf der Map. Ach so, ja, warte. Ach so, okay, ja. Ja, können wir eigentlich gerade machen dann, oder? Ja. Ah, wie geht denn der so scheiße, wenn der verkrüppelt ist? So, Golem Typ 1, du wirst getötet. Damit wir den Kollegen hier noch wiederbeleben können. Zack, tot ist er. Der hat sogar was getroppt. Aber wie nicht. Ja, eh wieder nur Scheiße. So. Oh, danke. Oh, danke. Dann gucken wir mal Zahnrad, wie gesagt. Das Ding ist nichts wert. Oh, jetzt hat er aus Versehen die anderen gepult. In meinem geilen Flächenzauber-Ding, Spaßteil. Der ist schon wieder was getroppt. Beide sogar. Zahnräder. Doch, beide. Ja, zwei Zahnräder und so eine Schwarzlöwentruhe, die so unnötig ist. Ich glaube, kein Schwein findet diese Schwarzlöwentruhe cool. Ich habe erst zwei aufgemacht, von daher. Ich habe, glaube ich, drei aufgemacht. So. Die ist auch nicht viel wert. Zwei. Was? Achso. Klick einfach auf Nein, dann geht's, glaube ich, trotzdem. Also dann kommen wir einzeln rein und sind aber noch trotzdem in der Gruppe. Nee. Ich möchte mal neu reingehen. Zack. Ja, aber jetzt sind wir immer noch in der Gruppe, das habe ich ja gemeint. Ach so. Geht voraus. Rauscht in das Spukhaus. Ach so. Okay, ich finde cool, dass der das Tor aufbrechen. Dass der Typ Cass heißt, weil in Supernatural heißt auch ein Typ Cass. Den schaut man zwar komplett anders, aber. Ich kenne auch einen, der heißt Schwitz Cass. So. Sicher das Spukhaus. Zack. Erstmal so ich Jump. Fuck. So, erstmal den Popschutz wieder richten. So, jetzt geht's weiter. Ja, nicht, dass man sich hier noch aus Versehen verpoppt. Das ist jetzt nicht für mich kacke. So, ich gehe auch jetzt erst los. Ich habe die ganze Zeit da noch gechillt. Aber das Tor hat sau wenig Leben irgendwie. Ja, ist ja nur ein Tor. Ja, so ein Tor hat normalerweise, hält normalerweise, oder sollte normalerweise ganz schön was aushalten. Ja, die Inquestur, die verbaut nur billig. Ja, auch cool, dass man mit dem Bogen da so ein Tor auseinander sprengen kann. Ja, bei mir hat es noch ein bisschen mehr Sinn gemacht, weil ich so ein geiles Gewehr habe, aber das ist auch schon ein bisschen unlogisch. Wie der Gunnar Lott immer gesagt hat, dass man mit Pfeilen auf ein Haus schießen kann und es fängt an zu brennen. Ja, ne, auf eine Burgmauer, glaube ich sogar. Ja, 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 eben auf eine Steinmauer.
Da könnte man an dieser Stelle vielleicht auch gerade noch Werbung machen. Okay, wir haben nicht so viele Zuschauer, aber egal. Der Gunnar Lott und der Christian Schmidt, die früher bei GameStar gearbeitet haben, die machen jetzt einen wunderbaren Podcast, der Stay Forever heißt. Den kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Ich würde jetzt anschauen sagen, das geht ja schon. Der ist jetzt auch schon relativ bekannt eigentlich. Ja, den gibt's auch schon seit einem Jahr. Der kommt nicht so oft, der kommt auch nicht regelmäßig. Aber wenn er kommt, ist der immer super. Also mir gefällt der richtig gut. Ich höre mir den auch immer an. Ja, ich habe, glaube ich, auch alles gehört. Mehrere habe ich auch schon mehrmals gehört, glaube ich sogar. Letztens war doch was, das war so ähnlich wie die GameStar-Expertengespräche früher. Das, wie hieß denn der noch? Schaut euch den Laden an. Weiß ich jetzt nicht mehr, aber das, da haben sie so... da haben sie über die Enden von Fußballspielen geredet. Ja, ja. Das war geil. Das habe ich... Also ich hatte die Titelbeschreibung gelesen, habe ich gedacht, was? Hä? Ja. Und dann, dann habe ich es dann irgendwann verstanden, dass das alles nur ein Witz war. Und dann haben sie noch zu Tournament genau auch so einen Podcast gemacht, zu Planescape Torment, mit Enden. Und da dachte ich, das wäre jetzt wieder nur so ein Witz, aber das wäre ganz... ich sterbe. Jawohl. Nein. Oh. Ich hab jetzt von meinen 5 Skills. Helft mir doch mal. Skills. Die Assis, die stehen hier nebenbei und machen gar nichts. Toll, jetzt sterbe ich. Ja, ich bin wahrscheinlich schon nicht so weit wie du. Weil ich erst eine halbe Stunde später angefangen habe. Ich glaube, ich wechsle dann auch besser gleich wieder auf meinen Dolch. Ich glaube, damit mache ich mehr Damage. Ah, das wäre uns zu zweit jetzt hier nicht passiert, aber leider geht das ja irgendwie noch nicht. Ich hoffe, dass sie das irgendwie noch patchen oder so. Ja gut, man hat ja eben einfach nicht die gleichen Quests bei der Hauptstory. Ja, aber wir ja jetzt in dem Fall schon. Ja, aber WTF, wo sind denn meine Leute hin? Och, die haben hier wen anders angegriffen. Ey, habt ihr... Ja, ging mir genauso, deshalb bin ich jetzt auch gestorben. Ich stand hier mitten in der Menge und die anderen haben gechillt. Ja, jetzt bin ich auch tot. Klasse. Na komm, denn hier kriege ich noch Down, dann lebe ich nochmal. Ja cool, ich kann mich teleportieren, wenn ich tot bin. Ja, das ist glaube ich normal. Das kann ich bei meinem Ele zumindest auch. Ja, also bei meinem Neko kann ich es nicht. Aber das bringt ja eigentlich nicht viel. Da kannst du halt nur ein bisschen weiter weggehen oder so. Ja. Ja, bist schon wieder tot. Komm, ich schaff's wieder. Muss überleben, kämpfen. Ah, da bin ich schon wieder. Mal gucken, ob ich noch ganz abfrack. Das war letztens mal sau übel. Da war ich im Wasser gestorben und dann muss man mal in die Oberfläche schwimmen. Und dann war ich irgendwie, das war sau komisch. Da war ich lebend, tot, lebend, tot, lebend, tot. Immer so sau schnell hintereinander. Alter, also, jetzt kommen hier sau viele Add-ins, ey. Was? Und glücklicherweise jetzt doch nicht gestorben, erstmal. Alter, und so ein riesen Dorn, ey, was geht denn ab? Scheiße, jetzt bin ich wieder tot. Oh ja, bei mir kommen jetzt auch Schwer-Addins und ein auferstandener Grobian. WTF, Tim, oder deinen Alten. Geh mal weg von mir, greif mal andere an. Alter, was Addin, ey. Bin hier der Skyrim-Typ oder so? Alter. Scheiße. Komm, ich will mich einen jetzt noch killen hier. Von Tovakin gekillt. Ja, WTF, dann lauf doch mal und mach den Skill. Aha. Ist ja bei dir auch schon da, der Tovakin. Keine Ahnung. Ja, ja, ach so, ja, doch, ja, der rennt hier hinten rum. Jetzt ist der Golem auf einmal noch feindlich. WTF? Ja, geil. Was geht denn jetzt ab? Alles kaputt auf einmal. Verwirrter Bürger. Wow. Na Leute, ich bin verwirrt. Aber wo kommen die überhaupt jetzt her? Ich habe ja das Ding da kaputt gemacht und einmal kommt da Indians raus und nein. Ja, einfach mir auch. Und ich laufe die ganze Zeit nur rückwärts und schieß. Ah, noch einen gekillt. Perfekt. Na, jetzt bin ich wieder tot. Kampf ums Überleben, komm.
Komm, einen krieg ich noch down und dann bin ich wieder da. Zack, kill den Golem. Komm, der hat kaum Leben. Zack. Hau raus, die Scheiße. Oh, bei mir ist der... WTF war das eng. Der Dings ist gestorben bei mir. Warum nur? Der, ein Supernatural-Typ. Der Cass. Ah, ich hab gerade so überlebt, bin direkt wieder gestorben, aber das diesmal schaffe ich den Kampf ums Überleben nicht. Nee, bin tot. Dann spawn ich mal am Kontrollpunkt. So, ich müsste jetzt nur mal kurz Leben generieren zwischendurch. Dann. Jawohl, dann dürfte das wieder klappen. Dann kann ich hier den Cass wieder beleben. Der hier irgendwie unter so einem... Das sieht jetzt geil aus, als wäre der davon gestorben. Hier ist so ein Behälter kaputt und der liegt da unter den Trümmern. Ja, Mann, ich hab's ganz knapp nicht geschafft. Der Ettin, ja, hier ist irgendwie noch ein freundlicher Ettin. Der Ettin und noch ein Ettin. Wow, und noch ein verwirrter Bürger. Ah, ja, jetzt ist der Ettin böse. Ich könnte den verwirrten Bürger pullen, weil ich so einen Bogen hab, der so eine üble Reichweite hat. Nö, der andere kommt auch direkt ran. Und der Dovahkiin. Der lebt auch noch. So, der Bürger ist jetzt erstmal tot. So, Ettin. Quatsch, Ettin. Dovahkiin, jetzt bist du dran. Na, alleine schaffe ich den, aber nur gegen den ist kein Problem. Wir haben jetzt aber auch Glück. Wir sind gerade so auf Stufe 8. Und die Gegner auch. Ja. Und das, obwohl wir jede Menge Events und auch schon... Also die Hauptstory, die hat es immer in sich, ey. So, der... Ja, gut. Wenn man gegen die Einzel kämpft, ist es überhaupt nicht schwer. Jetzt habe ich den... Ja, ja, bei mir geht's jetzt auch ganz gut. Bei mir kamen nur gerade eben irgendwie so viele auf einmal. Ja, da war bei mir auch. Hier mit dem Ettin. Zwei Ettins, ein Dovahkiin, dann noch so ein verwirrter Bürger. Und dann noch so ein auferstandener Krubia. Ja, aber nur gegen den Ettin hier ist jetzt total easy auch nochmal. Ich glaube, was gerade genau das Ettin. Der Ettin läuft einfach mal jetzt, zurück. Jetzt kommt eine Zwischensequenz bei mir. Was geht denn da ab? Jetzt ist auch wieder auf einmal ein Ogre-Krobian da, wo gerade noch der Ettin war. So. Jetzt erstmal kurz sammeln und dann geht's hier weiter. Ich belebe jetzt mal meine ganzen Kollegen wieder. Okay, ich hab's geschafft. Puh. So. Zwischensequenz. Das wird nicht klappen. Ihr habt das Labor voller Fehlschläge gesehen. Die Inquestur-Golems waren außer Kontrolle. Gefährlich. Mehr Golem als Pilot. Ich glaube, dieser Rekursiv-Feedback-Verdoppler verschmilzt nur Leute mit Golems. Ich glaube nicht, dass er jemanden von einem Golem lösen kann. Können wir ihn rekonfigurieren, sodass er tut, was wir wollen? Wenn wir nichts machen, verlieren wir ihn vielleicht ganz. Wir müssen es versuchen. Es könnte sie trotzdem töten. Es gibt noch einen Weg. Wir nutzen das Inquestur-Gerät, um mich mit einem zweiten Golem zu verschmelzen. Dann sind Doxa und ich zumindest zusammen. Das ist verrückt. Ihr könntet beide sterben oder eure Persönlichkeit verlieren. Dann müsstet ihr hilflos mit ansehen, wie eure Golem-Körper Amok laufen. Das riskiere ich. Für sie. Sie bedeutet mir alles. Aber ich weiß, dass ich gerade nicht klar denken kann. Ihr gehört zu unserer Crew und habt uns eure Freundschaft bewiesen. Ich vertraue euch. Ich brauche euren Rat. Sollen wir versuchen, Doxa herauszulösen? Auch wenn sie das vielleicht umbringt, das ist auch blöd. Oder lieber mich mit einem Golem verschmelzen und uns dabei vielleicht beide töten? Das ist ja ganz klar. Okay, hier bei der Quest kann man sich entscheiden am Schluss.
bisschen komisch. Seid stets eurer Crew treu. Okay, ich hab die Quest fertig. Ja, ich bin noch in der Zwischensequenz drin. Also in diesem Gespräch, denke ich. Das ist ja eine Doxa-Ektomie. Wir entfernen sie aus. Erledigt. Retten wir sie einfach. Nicht so mürrisch. Der Cass hier ist ganz anders als der Cass aus Supernatural. Was ist das denn? Begleithand. Toll. Was hast denn du jetzt gewählt? Ich hab die Frau befreit. Ist doch viel logischer, weil ja. Dann stirbt höchstens eine. Hab ich mir auch gedacht. Alter, hier kriegt man überall Butter. Ich habe jetzt 16 Stücke Butter dabei. So, was kriegt man denn hier Feines? Eine Buchse, natürlich. Ja, diesmal hole ich mir aber Kraft, keine Vitalität. So, okay. Dann legen wir die doch mal an. Zack. Gut, ich weiß gerade gar nicht, wie lange der Part ist, deshalb muss ich jetzt einfach mal Schluss machen. ja, okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.